Zum nächsten Lauf der Project Cross 2 GT3 Liga 2. Wir sind hier beim vorletzten Lauf. Das letzte Mal auch in Europa, nämlich auf der Nordschleife. Unter leichter Regen, aber heute wird es nicht so spektakulär, wie ihr das vielleicht denkt. Ja, leider. Nehme ich gerade mal 5 Piloten, sind angereist. Sehr, sehr schade. Ne? Deswegen auch nur 20 Minuten Rennen. Aber das heißt nicht, dass es spannend werden kann. Ich persönlich mag es zwar bezweifeln, aber trotzdem, ja, es ist halt ein Wertungslauf und den muss man leider auch so quasi so durchziehen. Alle Meisterschaften sind bereits entschieden, also es gibt jetzt auch nichts einzublenden. Flimmer könnte heute P7 oder ich glaube von P10, P11 auf P7 vorrücken. Adam kann seinen P6 festigen, ist ja eine großartige und gute Saison von ihm. Mal gucken, was er dann auch nächste Woche in Long Beach dazu sagen wird. Und ja, Daniel hat heute sein 2-Jahres-Rennen, das heute vor 2 Jahren war sein allererstes Rennen, das trifft sich gut. Und ja, ich würde sagen, ne? Dann legen wir los hier auf der Nordschleife, Lauf 11 von 12 hier auf der Nordschleife. Viel Spaß und gute Unterhaltung. So, jetzt also der vorletzte Lauf. 5 Fahrer leider bloß, wie schon gesagt, und los geht's. Wir sehen, wer das Risiko verdammt gut weggemacht. Flimmer, damit er verdammt gut schaut und da ist immer auch schon Vicent ihn da blockieren möchte. Und es geht los. Hoffentlich zum letzten Mal in der Saison Regen. Auf Long Beach ist es eher unvorstellbar, aber mein Gott. Dann in seinem 2-Jahres-Rennen hier greift aber auch schon so ein bisschen Rennen an. Gefährlich. Im Hintergrund dreht sich leider Adam weg, okay. Schade, blöd. So, also wenn es die führt vor Zen, das war ja kein Wunder. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Na generell wird es natürlich nicht so spannend, wie der ein oder andere das vielleicht erwartet hätte. Deswegen auch heute nur 20 Minuten rennen. Weil das einfach zu langweilig wäre und auch uns alle und auch die Fahrer und auch mich, ne, irgendwie, ja, umbringen würde, sage ich mal, ne, also. Ja, weiß ich nicht, ist halt einfach doof. So und so, Sand rutscht ins Kies, bei dem Michael Schumacher ist. Haben wir auch noch nicht gesehen und auch Niki ist auch so ein bisschen auf Abwägen gewesen. Jetzt Flimmer Angriff aus seinem Rum. Die beiden kämpfen wir zumindest noch, das freut mich, weil. So oft haben wir Kämpfe, da wird man heute keine Kämpfe sehen. Ja, Flimmer, der hat eine katastrophale Formel 1-Saison in seinen Augen. Aber hier könnte er heute mit P5 sogar schon allein P7 in der Wertung erleben. Also er ist schon einer der Besseren. Na, die beiden, da die kämpfen jetzt gerade so ein bisschen. Niki ist der andere in dem Fall gegen den Firma. Der Ende, ja, Adam, der ist weit abgeschlagen leider. Hat er hier so einen kleinen Fehler eingebaut. Und er dreht sich. Aber auch wieder so anscheinend. Ist wieder weiterfahren. Der Gute auch nicht schlecht. Also. Unser ja schon lange gesehen, der Champion hier.
Also Sende sehen wir erstaunlich nah dran, ne? Dafür, dass er dann diesen einen Fehler hatte, der mir schon 2 Sekunden easy gekostet hat, ne? Jetzt sind es bei 4,5. Ja, ne? Das lässt sich dann auch sehen. Ich habe mal unter 10 Sekunden, jetzt sind es schon noch so 5 oder so. Aber gut. Gibt nicht so viel zu sagen, ne? Genießt einfach. Ja, diese wunderschönen Fahrten auf einer nassen Nordschleifenstrecke. Ich bin sowieso etwas angeschlagen, ne, von da an. Ist eh ein bisschen doof jetzt. Wie schon gesagt, genieß es einfach. Aber wer passiert ja noch irgendwas, wo wir uns wieder drüber aufregen können. Ja, wir haben hier natürlich auch einen 24-Stunden-Zyklus mit eingebaut, ne? Wir werden aber nur bis ins Morgengrauen fahren diesmal. Das merken wir, glaube ich, schon so ein bisschen, ne, dass die Lichter irgendwie ein bisschen heller werden. Ja, es ist gerade noch warm. Ja, wie schon gesagt, die Lauscheu ist ja dann auch unmittelbar nach Long Beach direkt. Test-Event am Tag drauf und dann eben eine Woche drauf schon, ne? Das ist eben das Kürzeste, was es gibt. Und dann dreht sich. Das soll das jetzt. Ja, fängt es aber relativ gut ab. Kommt nicht auf Gras, wunderbar, so muss das sein. Jetzt eben los. Wo geht's nochmal los? Ich bin gerade überfracht. Ich schau mal kurz, wo es losgeht. Ich habe inzwischen. Wir haben ja inzwischen neue Smartphones, ne, und so. Da geht's alles ein bisschen schneller im Moment. Sind hier aber ganz schön am Driften.
So, mir ist gerade noch eingefallen, beim Suchen und beim Hinblicken, es ist halt irgendwie nicht selbstverständlich, dass man hier den Send einen Ferrari sieht. Das ist mir letztens schon mal aufgefallen. Das ist nicht selbstverständlich. So. Also. Auf eins ist ein Knockel, naja gut. Ist die Reise ja doch nicht so weit. Dann nehmen wir am 4.1. So, ich habe jetzt gerade mal das Regelwerk auf ein Smartphone runtergeladen. Verdammt cool, weil jetzt kann ich mich immer direkt online nachgucken, ob es denn irgendwas gibt, was man noch anpassen muss. Das ist doch schön. Das jetzt sieht man schon, dass wir heute Abend hier. Schreib mal zu Marcel, wollte ich fast schon sagen. Zu Daniel. Dann vermute ich dann 3 Runden im heute hier und ja, die Grafik lässt natürlich wieder zu wünschen übrig, ne? Also so schön, ja, weiß ich nicht, ne? Ist jetzt hier auf der Schleife halt. Ende inzwischen auch auf jeden Fall Flimmer immer noch an der Box steht, oder was? Oder weil er gerade raus ist, ja genau. Also ja, Flimmer anscheinend richtiger Einschlag. Wurde dann gesagt, komm an die Box, aber ja, würde ich nicht tun. Ende nur noch ein Licht. Ja, wie schon gesagt. Jetzt also letzte Runde für Benestili. Er wird natürlich vermutlich ja, sich den Rekord eben erholen. Es sei denn, er fliegt noch heftig ab. Natürlich ist die Chance gegeben, aber ich mag schon eher persönlich anzweifeln. Aktuell ja, hat er den Rekord nur eingestellt. Ne?
Und die beiden sind quasi jetzt die alleinigen Rekordhalter. Und jetzt eben mit diesem Rennen könnte er diesen, wie viel Rennsiege in einer Saison erst nochmal, ne, in Folge. Und auch eigentlich, wenn er dann noch in Long Beach gewinnt, ne, wie viel Prozent in einer Saison, und das ist dann wirklich eigentlich unhaltbar. Weil den Rekord kannst du da nicht mehr einstellen, ne? Den kannst du da nicht mehr brechen, den kannst du nur noch einstellen. Aber ich hoffe, dass das irgendwie nicht passiert, weil das wäre halt schon irgendwie tragisch. Und ich weiß nicht, ob er dann auch sagen müsste, ja, du, ist anscheinend doch nicht so der richtige Platz für dich. Weil, naja, gut, ne? Aber mal gucken, wir werden sehen, wie er sich in der Snow Show schlagen wird. Und dann hat er auch ein DCS vermutlich, was da kommen wird. Es gibt so ein paar Gerüchte, dass wir eventuell bald eine zweite Project Cars Meisterschaft haben, nämlich am Sonntag. Bin ich gespannt, wäre ich jetzt nicht abgeneigt davon. Problem ist bloß, es soll bitte nicht so enden wie Street Cup und VAX, ne, die ja zusammen waren. Das war ja dann eigentlich eher so ein Vielprojekt, ne. Aber trotzdem bin ich gespannt, ne, weil, naja, gut, auch Maverick hat ein bisschen mitgespielt auch noch. Weil der ist ja auch einer der Fahrer, die sehr begeistert wirklich was zwei fahren und fahren würden. Und wenn sie denn das in den Rennzeiten könnten, ne, weil das ist ja eher freitags nicht so doof, ein bisschen doof, so heißt. Aber gut, was könnte man dann planen? Und ist schon wieder abgeflogen. Diesmal auf die andere Seite. Und die Rede wurde irgendwie von hier da. Sag schon, WEC, so heißt, genau. Ja, was war so ein bisschen die Rede davon? Aber mal gucken, was man da so schönes planen könnte. Und, ob sich auf der Fahrerhorizont etwas weiter verbreitet, denn ja, auch hier waren wir ja mal zu 16 auf der Strecke. Aber viele Fahrer haben eben, ja, keine Lust mehr gehabt nach ein paar Rennen. Bisschen doof gelaufen, aber trotzdem, ne, die sind dann immer auch vorne, weil es denen dann auch Spaß macht. Und alle, die wirklichen drei Titel sind ja schon vergeben. Benicili Fahrermeister, Cent Fahrer Vizemeister und der Mirage Sport Teammeister. Bin gespannt, ob wir natürlich auch irgendwie vielleicht mit unseren ungarischen Kollegen, ob wir da vielleicht mal bei einer Partnerschaft schließen und so weiter. Die fallen ja, glaube ich, immer sonntags, wenn ich mich jetzt nicht beirren lasse, aber aber dann vielleicht mal gucken, ob man da mal was zusammen vielleicht organisiert oder sowas für Sonntag. Adam, das ist ja mit mir gut. Am Bereden. Na, das blinkt mal. Ach, aber schon kein Licht mehr. Das ist schlimmer. Letztes Jahr hat dieses Tag-und-Nacht-Rennen. Oh. Flimmer auf Abwägen. So. Letztes Jahr hat dieses Tag-und-Nacht-Rennen Maulwurf gewonnen. Da gab es ja damals Gar aus Österreich auf der 3. Jetzt sind wir zumindest mal durch die Mutkurve durch.
So, jetzt also ein Ende. Ich denke mal, geben alle recht, es war genügend. Hätten auch 10 Minuten wahrscheinlich gereicht oder so, also eine Runde. Aber gut. Wir dürfen bis 30% der Rennzeit runtergehen, ne, um das Rennen zu werten. Und dann ist das schon in Ordnung. Weil es ja bei 45% circa ist. Also wenn es in die, ja, man darf nur gratulieren, er ist jetzt nämlich alleiniger Rekordträger, 11 Siege in einer Saison, das in Folge, ne? Darum geht's ja. Also, der Rekord von Jano Koch goes today here at the Nürburgring, so ungefähr. Also, er gewinnt, Glückwunsch dazu zum 11. Mal und eben das in Folge. Heftig, er kann die 100% holen. Er ist schon relativ hoch, wenn ich ehrlich bin. So, ich schau mal kurz. Er hat jetzt schon 61% gewonnen. 91, sorry. Also von da an, ja, einer noch. Selben wir jetzt weiter. Auf sich aufräumen, wie man sehen kann. Und ja, dann, 2 Jahre, seit heute vor 2 Jahren hat er angefangen. Das war am 23. Dezember, aber vor der Freitag, ne, vor Weihnachten, und darum geht's ja. Der 2-Jahres-Rennen holt Daniel P3. Glückwunsch, sehr gutes Rennen von ihm. Und den Rest muss ich mal gucken. Irgendwie gut, das wird's vermutlich auch, sonst sind wir mit dem 5. Passt auf und dauern. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis gleich. Ja, das Rennen war ziemlich anstrengend gewesen. Durch den Regen muss man sich ziemlich stark konzentrieren, aber ich hatte vorher ein bisschen trainiert und da ging das eigentlich. Ja, vom Start her war es eigentlich ganz in Ordnung gewesen, keine Rammeleien, war alles ganz gut gewesen. Ich hatte auch keine Crashes gehabt, also denke ich mal, ein ganz gutes Rennen gewesen. Und für mich, glaube ich, bis jetzt die beste Platzierung, seitdem ich hier fahre. Also deswegen danke. Das war's dann. Ja, ich gratuliere erstmal dir zum 2-Jahres-Vertrag hier, ne? Heute vor 2 Jahren war es ja soweit, okay, wunderbar. Ja, also wurde es ein paar Mal zweiter, aber so prinzipiell in den großen Ligen liegst du völlig richtig. Ja. Ja, gedreht. Gedreht mit fast Einschlag und dann sind es halt 30 Sekunden. Naja, 7 Sekunden pro Runde verloren auf Bennis, das ist okay. Ich gratuliere erstmal, ne? Mit den 11 Wins in a row. Ja, dann merkt man einfach, was er für ein Talent hat, ne? Und Punkt. Bin gespannt, wie er sich dann in Miami schlagen wird. Das ist auch noch so eine große Frage. Naja, so an sich, ich bin zufrieden mit dem Nordschleife-Rennen. Das war verdammt cool, hier mal wieder zu fahren und so weiter. Und naja, vielleicht ist er ja so einer wie der Hamilton, ne? Der eigentlich außer dieses Jahr immer dann danach nicht mehr gewonnen hat. Von da an, jetzt hat er alle seine möglichen Rekorde anerkannt mit 100% in einer Saison. Aber hoffe mal nicht, dass es auch in Long Beach nicht nass ist, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Und ja, ne, das ist auch erst einmal von mir, weil was, mein Gott, ich bin Vizemeister am Punkt, ne. Benis, it's your turn, it's your stage, or the stage is yours. Okay, thanks, my quality was really good, on the race, I started really well, and after that I just went to the safe side and managed my place to not crash in the rain, because it was really easy to crash and damage the car, so I went safe and finished P1. Congrats for everyone. Yeah, thank you. Hallo, deine Runde Champagne. Yay, wir freuen uns. Ach Gott. Wunderbar, keiner jubelt hier, ich freue mich. So, also Flümmer DNF, das fand natürlich jetzt ein bisschen doof, dass er dann noch abgestellt hat, meinte ja gerade noch selber kurz zu mir, dass es gerade eigentlich der dümmste Fehler war, den er begangen hat. Ja, dann halt kein P7 in der Fahrerwertung, ne, wir schauen gleich drauf.
Affen, wo wir schon gesagt, ne? Vierfach Ferrari oder eben dann Audi, okay. Aber mal gucken, wie es dann eben in der nächsten Woche in Long Beach ausschaut. Also, hier haben wir es nun. Ja, Bennett City hat sich jetzt den Rekord geschnappt. Kann er auch den 100%-Rekord dann für sich holen, ist die große Frage. Also, wir haben. Ja, genau. Adam, genau, Flimmers, genau. Daniel, der ist, das wird spannend. Daniel kann der P7 halten, ja oder nein? Long Beach, das Finale, Tag und dann am Ende auch Nacht. Saisonparty, ihr wisst, wie es abläuft. Bis nächste Woche, haut rein und tschüss live hier aus der Eifel.